Viele von denen, um die es geht, sind auf der Balkanroute unterwegs. Nachts ist es schon empfindlich kalt. Das macht die Lage der Menschen dort noch schlimmer. Doch es werden nicht weniger, die sich auf den Weg machen. Slowenien und die Nachbarstaaten sind überfordert. Und damit wird auch die Arbeit der Helfer mehr als schwierig. Britta Jäger. Endlich dürfen sie in die Nähe der Flüchtlinge. An den Transitlagern im slowenischen Grenzgebiet wurden Isak und seine Gruppe abgewiesen. Im kleinen Ort Rigonce dürfen sie die mitgebrachten Spenden nun endlich verteilen. Wir haben den Leuten gesagt, dass wir hierher fahren wollen und gefragt, was sie spenden können. Manche haben für die Kinder sogar neue Kleidung gekauft. Das ist eine harte Situation hier. Ich bin froh, dass ich helfen kann. Seit Tagen warten auf diesem Feld in Rigonce ununterbrochen große Flüchtlingsgruppen darauf, in eines der Transitlager weitergeleitet zu werden. In den Lagern selbst werden die Flüchtlinge verpflegt. Das Rote Kreuz ist da für Notfälle. Draußen auf dem Feld gab es das lange nicht, bis jetzt die Freiwilligen kamen. Justin und seine Gruppe kochen am Feldrand Gemüseeintopf. Ob sie die Portionen heute überhaupt verteilen dürfen, ist nicht sicher. Jeden Tag ist jemand anderes zuständig und es hängt häufig von der Persönlichkeit und dem humanitären Verständnis der Einsatzkräfte ab. An einem Tag sind wir also erfolgreich, an einem anderen nicht. Manchmal gibt es für sie Kleidung, ein warmes Essen, manchmal eben nicht. Es scheint, als wäre das hier in Rigonce reine Glückssache.